verraten. 20 Jahre jung geblieben, wünsch dir was. Guten Abend. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wünsch dir was heute zum 20. Mal. Und wir sind wieder per Sie. Also, wir sind heute Abend wieder per Sie, weil viele unserer Zuschauer weder untereinander noch mit uns per Du sein wollen. Und weil Sie, wie manche in Wien am Telefon gesagt haben, lieber Damen und Herren sind. Unsere Sendung kommt heute aus der Sporthalle in Köln. Wir begrüßen Sie alle sehr herzlich. Zu Hause vor dem Bildschirm und hier in der Halle. Und es begleitet uns heute als Orchester die HAGAF-Assoziation aus Warschau. Und wir präsentieren Ihnen jetzt unsere drei Spielfamilien. Familie Scheikel aus Österreich. Familie Ochsenbein aus der Schweiz. Hast du das auch gesehen? Meine Damen und Herren, im ersten Spiel geht es um die Wahl des richtigen Partners. Ich möchte dazu bitten, die Gabi, Tochter der österreichischen Familie, zu mir zu kommen. Gabi, seien Sie bitte so nett. Sie alle, wir gehen dort hinüber, da gibt es so ein über Cinemaskop breites Gebilde, eine Bühne. Sie alle, meine Damen und Herren, und Sie, Gabi, Sie haben sicher schon eine Situation erlebt. Man sitzt in einem Lokal oder in einem Kaffeehaus und da sieht man so ein hübsches junges Mädchen, umgeben von einem Kreis von Kavalieren, von jungen Herren. Und dann stellt man so innerliche Wetten an und kombiniert: Welcher von diesen Herren könnte wohl zu dieser jungen Dame passen? Hier stehen mit dem Rücken zu uns jetzt 8 junge Herren. Und einer davon dürfte Ihnen sehr vertraut sein. Und ich hoffe, dass Sie sich sehr darüber freuen werden, dass er hier ist. Wer könnte das vielleicht sein? Verrate etwas, Werner heißt er mit Vornamen. Ist hier? Ja, also die Herren sollen sich jetzt einmal umdrehen. Ja, jetzt können Sie ein bisschen schauen und zwinkern und so, aber nicht zu viel verraten, denn das ist das Spiel. Das würde Ihrer Konkurrenz Vorschub leisten. Kann die Uschi jetzt bitte zu uns kommen? Also er heißt Werner Kerschbaum. Bitte, stellen Sie sich dort rechts hinüber, Uschi. Das ist die Uschi, die Tochter der deutschen Familie Horn. Und Sie, Gabi, Sie sollten jetzt bitte etwas tun. Sie sollen genau aufpassen, Uschi. Sie können nämlich jetzt einen Punkt gewinnen. Sie, Gabi, sollten versuchen, einmal sich selber ganz kurz zu charakterisieren. Was sind Sie für ein Mädchen? Und dann sollte die Uschi so ihre Rückschlüsse ziehen, wer nun von diesen jungen Herren am ehesten zu Ihnen passt. Ja, also ich würde mich als gesellig bezeichnen. Ein bisschen näher das halten so. Als gesellig, auch humorvoll. Vielleicht etwas ruhig oft. Ja. Gefühlvoll. Interessiert woran? Ich lese sehr gerne. Was zum Beispiel? Hesse, Habeck. Ich glaube, das genügt. So, jetzt, Sie brauchen noch nichts zu sagen, Uschi, aber schauen Sie mal, wer könnte da so dazu passen?
Und jetzt sollen Sie bitte, Gabi, in einem Satz versuchen, Ihren Freund, sagen Sie Freund oder Verlobten, ja, Ihren Freund zu beschreiben, zu charakterisieren, ja, ohne aber natürlich etwas von seinem Äußeren zu verraten, ja, denn da ja würden Sie es ja der Uschi zu leicht machen. Bitte. Ich würde ihn als einen humorvollen, geselligen, intelligenten, zielstrebigen, aber auch gefühlvollen Menschen. Was hat er für berufliche Interessen vielleicht noch? Ja, kann ich sagen, was er studiert? Ja. Welthandel studiert und Englischdolmetsch. Mhm. Was ist er denn für ein Sternzeichen? Stier. Mhm. Ach so, ja, die Gabi ist auch Stier, ich bin auch Stier. Uschi, hier ist ein Mikrofon. Jetzt ja gehen Sie mal ganz langsam so, wie Sie gehen Sie nahe an die Herren heran, schauen Sie sich ganz genau an und versuchen Sie herauszufinden, wer der Werner Kerschbaum sein könnte. Der hier. Also der zweite von links. Würde ich sagen. Bitte, sind Sie Werner Kerschbaum? Wer ist Werner Kerschbaum? Bitte, dann begrüßen Sie die Gabi. So. Das ist die Uschi. Also, ihr zwei dürft schon gehen. Ihr könnt euch in Ruhe begrüßen ohne Publikum. Ich glaube, das ist euch lieber. Uschi bleibt hier, kriegt das Mikrofon. Die Herren wechseln, die Szenerie wechselt. Wir spielen das gleiche Spiel. Es kommt wieder eine Gabi. Das ist die Tochter der Schweizer Familie. Gabi, bitte stellen Sie sich hier hinüber, neben die Uschi, auf die rechte Seite. Und jetzt wird die Uschi versuchen, sich selber zu charakterisieren und Sie passen genau auf. Ja, also ich würde sagen, ich bin sportlich und ich liebe also Gesellschaft. Und also, ich lese auch ganz gern. Was denn? Zum Beispiel Sagan. Mhm. Dann also sehr viel Sport vor allen Dingen. Berufliche Interessen? Berufliche Interessen, ja, also Arzthelfer mache ich zurzeit und also mehr also mit also Leuten umgehen. Also interessieren Sie sich für Medizin? Ja. Gut, das genügt, glaube ich. Also ziehen Sie Ihre Rückschlüsse, Sie brauchen noch nichts zu sagen. Ja. Und jetzt wird die Uschi versuchen, ihren Freund, er heißt Manfred Luhi, zu charakterisieren. Und zwar auch natürlich ohne äußere Dinge zu verraten. Bitte. Ja, also er ist sehr sportlich und also er ist sehr modern. Und er liebt also Musik vor allen Dingen, geht sehr gerne tanzen. Welche Musik? Ach, alles so eigentlich. Welche Musik hat sie gesagt? Bisschen lauter sprechen, ja, bitte, ja? Ja. Und ja, gut. Also hier kriegt die Gabi aus der Schweiz das Mikrofon. Bitte gehen Sie entlang, suchen Sie sich jetzt den Manfred heraus. Der da. Sind Sie Manfred Luhi? Wer bitte ist Manfred Luhi? So, bitte wieder darüber gehen. Hier, nee. Nein, Manfred, kommen Sie. So, Begrüßung ohne uns, auf Wiedersehen. Ja, und jetzt geht das Spielchen weiter. Es kommt wieder Gabi, die wir jetzt vielleicht Gabriele nennen, der Einfachheit halber. Gabi. Gabi aus Österreich. Und jetzt geht das Spiel also so weiter, dass Sie also jetzt sich selber charakterisieren und dann Ihren Freund, ohne Äußerlichkeiten zu verraten. Bitte. Bitte für mich zu ich bin sportlich, eher sportlich. Und was bin ich noch? Ich lese ziemlich viel, höre sehr viel Musik, ausgesprochen viel Musik, moderne Musik. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Ich möchte Regieassistentin werden, vielleicht das noch. Das Ja. Ja, und jetzt den Freund. Sagen Sie Freund, Verlobter? Heutigen ja, Freund langt, ja. Gut. Ja, wie ist er? Er ist auch sehr sportlich und er liebt vor allem Kanu. Und dann hat er noch Kanu und wieder Kanu. Und dann irgendwann komme mal ich mit der Zeit. Aber so also vor allem Kanu. Das wär's. So. Gabriele, bitte. Suchen Sie ihn heraus. Bitte. Er heißt Martin. Ja. Er heißt Martin Borst. Martin Borst, bitte komm zu uns. Danke vielmals. Danke. Alle dürfen zu ihren Familien gehen. Herzlich willkommen, Martin. Ja, leider kein Punkt, aber doch sicherlich ein sehr interessantes, aufregendes Spiel. Ich hoffe, Sie haben zu Hause mitgespielt, damit Sie sich von den Strapazen etwas erholen können. Unser erster heutiger Showstar,
unser erster Gast. Er kommt aus Israel. Er spielt verschiedene Instrumente, Gitarre, Bongos. Er spielt Flöte und er singt. Er heißt Boaz Sharabi.
So, wir kommen jetzt zum zweiten Spiel. Dieser Apparat hier simuliert die Fülle von Bildern und Eindrücken, die wir heutzutage stündlich und täglich aufnehmen und verarbeiten müssen. Denken Sie zum Beispiel an das Autofahren, an all diesen Sachen, die man beim Autofahren denken müssen. Und so ähnlich ist das bei diesem Gerät hier. Es geht also um die Reaktionsvermögen, um die Beobachtungsgabe. Die Familien haben bereits eine Person delegiert, das ihrer Meinung nach am besten reagiert. Ich werde jetzt einschalten und dann geht's los. Meine Damen und Herren, ich erkläre Ihnen das zweite Spiel. In diesem Maxi-Fernseher sind 9 Bildschirme. Mit dem unteren rechten Knopf können alle gleichzeitig ein- und ausgeschaltet werden. Nach meiner Spielerklärung werden Sie 4 Minuten lang 9 verschiedene Programme sehen. Beobachten Sie bitte genau. In einem Programm ist eine Aufforderung enthalten, die Sie befolgen sollten. Und wer zuerst dieser Aufforderung nachkommt, erhält den Punkt. Over? Ja. Diese Musik, da bist du fertig. Komm mal, schlag eine Runde, wir müssen die Säcke nach Hause schmeißen. Immer sehr laut. Wer sind Sie denn? Ja, also jetzt bin ich natürlich etwas, ich weiß nicht, wie ich das bewerten soll. Herr Notar, 2 Punkte für... Einverstanden. Einverstanden. Also Österreich und Schweiz kriegt jeder einen Punkt. Und damit steht das. Ja. Ihr könnt zurückgehen in die Snacken. Damit steht es 1 Punkt für Familie Scheichel aus Österreich, noch keinen Punkt für Familie Horn aus Deutschland und 1 Punkt für Familie Ochsenbein aus der Schweiz. Bitte. Naja, es ging alles so schnell, meine Damen und Herren, dass Sie vielleicht gar nicht mitgekriegt haben, worauf es nun genau ankam. Da war also in der Mitte unser Programm und rundherum 8 sehr populäre Fernsehprogramme. Und in einem davon erschien dann ein Insert, also eine Schrifteinschaltung. Und da hieß es, bitte schalten Sie ab. Und das haben eben unsere 2 Kandidaten aus Österreich und aus der Schweiz gleich schnell geschafft. Vielleicht, Michael, hilfst du mir, was da für Programme zu sehen waren? Ja, also das erste Programm, glaube ich, das war links oben der Heinz Konrads. War Heinz Konrads, ja. Allen Österreichern selbstverständlich bestens vertraut. In der Mitte ein Fußballspiel. Fußballspiel. Heute war ja das Rückspiel England gegen Deutschland, Berlin. Es ist ziemlich mager ausgegangen, 0-0. Rechts war Karajan. Ja. Links in der Mitte. Links in der Mitte, das. Da waren nur so alle. Da war Kommissar. Ja, und das, rechts ja. Außen. Und rechts außen war. Bonanza, ja. Ja. Und dann war links unten Dick und Doof. Und dort war eben, da waren eben wie in Stummfilmen oft diese Inserts und da haben wir das dann reingeschwindelt. In der Mitte war Kölner Karneval. Ich hoffe, das hat Sie gefreut, liebe Zuschauer hier in der Halle. Und
rechts unten dann die Peter-Alexander-Show. Nur für die, die es vielleicht interessiert hat. Wir kommen jetzt zum dritten Spiel. Bitte also wieder gut aufzupassen. Ich bin also im Kreise hier meiner Landsleute, der österreichischen Familie Scheikel. Vielleicht erzählen Sie ein bisschen was über sich, wer Sie sind, was Sie machen. Ich heiße Otto Scheikel, bin aus Wien. Und ich lebe von der Hand in den Mund. Ich bin Dentist. Ich heiße Sissi Scheikel und tue, was ich kann, meinem Mann dabei zu helfen. Sind Sie seine Assistentin? Ich bin seine Assistentin und seine Buchhalterin und Hausfrau alles. Und Hausfrau, also alles, ja. Ein Haufen Berufe. Ich versuche, alles unter den Hut zu bringen. Von der Gabi wissen wir ja schon am meisten. Gabriele, sagen wir, deswegen ja. Unterscheidung. Was für eine Schule besuchen Sie? Ich besuche die Fachschule für wirtschaftliche Frauenberufe. Was wird man dort? Ja, man lernt alles Mögliche, Kochen, Haushaltungspflege, eine Hausfrau wird man. Und der Michael, was macht der? Also ich bin auch noch Schüler, ich gehe in ein Realgymnasium. Mhm. Und naja, also jetzt wissen wir schon ein bisschen was. Wir haben also in Ihrem Privatleben so ein bisschen recherchiert, ein bisschen herumgestochert. Wir haben also den Freund, den Werner, hierher gebracht. Haben Sie sich darüber gefreut? Ja, also das war eine Überraschung. Haben Sie sich gefreut? Genauso wie für die Gabi, ja. Ah, wir haben aber auch noch etwas anderes hierher mitgebracht. Aus Ihrem Haushalt. Sie erinnern sich sicher genau an die Zeit, wo Sie sich kennenlernten, wo Sie geheiratet haben. Wann war das? Ja, also wir haben uns schon sehr früh kennengelernt, muss ich gestehen. Vor 25 Jahren. Ja. Und geheiratet haben wir 5 Jahre später. Also so 47 war das, ja? Ja, ungefähr. Ja, 47. Aha, 47. Ja. Das war ja doch eine sehr schlechte Zeit noch. Ja. Und hatten Sie damals schon ein Haus oder eine Wohnung oder wie ging das? Nein, das hatten wir nicht. Wir wohnten beide noch bei den Eltern. Mhm. Und wir haben so zum Hobby nebenbei Theater gespielt am Abend. Schön. In einer Amateurgruppe. Und dort haben wir uns kennengelernt. Mit großer Begeisterung. Und damals haben Sie sicherlich mit dem Geld doch sehr haushalten müssen, nicht? Sicher. Wenn wir welches Wenn wir überhaupt hatten, eins hatten. Ja. Ja. Wie viel, erinnern Sie sich, wie viel Sie da so im Monat zur Verfügung hatten? Nun, im Jahr 47 war es sehr wenig. Ich bin damals noch zur Schule gegangen, nach dem Krieg. Ich habe dann erst fertig gemacht, meine Schule. Mhm. Und habe studiert. Habe ein Taschengeld bekommen. Also damals haben Sie doch sicher sehr wenige Dinge weggeschmissen. Das heißt, Sie haben doch sicherlich alles oder so gut wie für alles Verwendung gehabt. Sicher, ja. Heute ja. ist das anders. Wir sind Meister des Wegwerfens geworden, wir alle. Wir tragen alle unser Schärflein bei zur Verschmutzung unserer Welt. Wir können aber teilweise gar nicht anders. Es kurz zu sagen, wir haben Ihre Müll... Tonne, ach du Liebe. Geplündert. Das heißt, in Wien, liebe Kölner, das müssen wir Ihnen sagen, in Wien heißen Mülltonnen Kolonia-Kübel. Kolonia-Kübel, also, sehr richtig. Ach du Liebe. Das haben wir also, und zwar das, was Sie so in den letzten Tagen vor Ihrer Herreise produziert haben. Oh weh. Und jetzt möchten wir einfach in diesem Spiel feststellen, wie wichtig sind Ihnen die Dinge noch oder wie genau wissen Sie, was da so weggeworfen wird? Man kann natürlich jetzt sagen, und es wird Leute geben, die sagen, mein Gott, wie unappetitlich, aber diese Abfälle, dieser Müll, das behaupten jedenfalls sehr ernstzunehmende Forscher, der wird uns eines Tages unserer guten alten Erde das Leben kosten, wenn wir nicht endlich etwas erfinden, dass wir damit fertig werden. Gott sei Dank ist zum Beispiel in der Bundesrepublik am Mittwoch das erste Gesetz für Umweltschutz erlassen worden. Wir kommen aber darauf ein bisschen später zurück. Jetzt wollen wir also bitte einmal, wir schütten jetzt sichtbar für die Zuschauer diesen Müll aus. Und Sie sehen es nicht. Also kann man sich wo verstecken? Warum wollen Sie sich verstecken? Na ja, ich weiß nicht. Darf ich diese Checkliste haben? Vielen Dank. Und ich werde versuchen... Ich werde also abhaken, was Ihnen da eingefallen ist. Vielleicht fangen wir mit Michael an. Weißt du, was du weggeworfen hast? Also, mir würde jetzt eigentlich gar nichts einfallen. Also, am meisten einmal Obstsachen, Orangenschalen. Aha, Orangenschalen. Ich bin ein Obstliebhaber. Naja, wenn ich das... Ja, Orangenschalen ist hier, ja. Das kann ich also... Die Zuschauer sehen das zu Hause auch. Die können das also genau verfolgen, ob die Sache stimmt.
Ich habe hier auch was mitgebracht von Ihnen. Das werde ich Ihnen dann zeigen. Das sind so Briefreste und so Zettel, Spickzettel, die Sie sich gemacht haben, wie Sie auf die Sendung wünscht, die was also vorbereitet. Das eine wäre noch also ein ganzer Haufen von Zetteln einmal, Zettel. Die in meinem Zimmer da herumkugeln. Das ist der Monatsputz immer nicht. Mhm. Ja, gut. Ja, also, wenn ich so in mich gehe, muss ich sagen, ich habe Berge von Nähabfällen weggeschmissen, denn das war meine Tätigkeit in den letzten Tagen vor der Sendung. Und natürlich Küchenabfälle. Mhm. Was könnte Zum ich Beispiel? Denn? Salat, Radieschen, Abfälle. Was habe ich denn da noch weggeschmissen? Ja, Milchpakete, Joghurt. Ja, habe ich da. Jawohl. Herr Scheikel? Also nachdem ich zu Hause auch zumeist meine Buchhaltung mache, zu dem ich sonst nicht dazukäme, könnten Schriften dabei sein, die irgendwie mit meiner Praxis in Verbindung stehen, vielleicht irgendwelche Prospektmaterial, Verpackungsmaterial, Schachteln vielleicht von irgendetwas, was eingepackt war. Nein, das glaube ich nicht. Nein, ich glaube nicht. Die werden dort nicht weggeworfen zu Hause. Also Briefkuvert habe ich hier, das hake ich jetzt einmal ab. Ja. Brille. Ja, Abschminktücher. Abschminktücher, ja. Eine Zigarettenschachtel kann auch drunter sein. Was noch? Ja. Vielleicht Blumen. Blumen? Ich glaube, Rosen waren Rosen. Ja, ja. Also es war drinnen ein Zettel zum Beispiel, Schlüssel sind beim Hausbesorger, kommen bald. Ja, das habe ich geschrieben. Ja. Dann ein Schmetterling war da dabei. Und dann war hier etwas 30 Schilling Religion. Weiß nicht, was das bedeutet. Dann haben wir hier gegensätzliche Eigenschaften, seifiger Geschmack, glatt, schlüpfrig, reagiert sehr heftig. Wer ist damit gemeint? Vielleicht ich. Und da steht vor der Sissi etwas. Vitamin Vitera 2K. Ja, das war die Anweisung des Hausarztes. Also ich habe hier abgehakt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sachen. Ich kann natürlich jetzt nicht beurteilen, was davon richtig war. Das wird unser Notar machen, der Herr Hauf. Und dann werden wir das auswerten. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie sind uns nicht böse, dass wir Ihren Müll. Darf ich noch etwas sagen? Bitte. Frau Bach hat vorhin das Du-Wort angeschnitten. Nun ist es aber so, dass wir vor der Sendung alle Familien uns ausgemacht haben, dass wir zueinander Du sagen. Ja. Und das wollten wir euch auch antragen. Bitte. Die Wiener werden vielleicht ein bisschen böse auf uns sein. Aber das wir haben es so nett gefunden und es hat uns so gefallen. Ja. Gut, bitte. Also wenn wir dabei bleiben können. Ich heiße Dietmar. Otto. Sissi. So, fein. Christian. So, wir gehen jetzt zur Familie Horn. Die kommen aus München. Der Chef dieser Familie, also das Chef ist ja immer Vater und Mutter, aber der männliche Chef also ist Hauptfeuerwehrmann, richtig? Richtig, ja. 18 Jahre bei der Berufsfeuerwehr in München. Ja. Bei dieser Gelegenheit können wir vielleicht die Kölner Kollegen grüßen, die haben gerade 100-jähriges Jubiläum. Gratuliere, ja, zu der Kölner Berufsfeuerwehr. Danke. Danke dir. Ich erfahre jetzt, dass es bei der österreichischen Familie 10 richtige waren. Ich hoffe, ich darf das sagen. So, jetzt erzählen Sie ein bisschen was über sich. Sie heißen Anna. Anna. Er ist da Berti. Albert heißt ja. er, das ist der Herbert und das ist die Uschi, die kennen Sie ja schon. Also er ist Feuerwehrmann, sind Sie... Ich bin Hausfrau. Hausfrau? Mit Liebe, Hausfrau. Ja, die Uschi hat schon gesagt vorhin ein bisschen was. Ja, ich mache zurzeit die Prüfung als Arzthelferin und ansonsten sehr sportlich. Und der Herbert? Ja, also gehe noch zur Schule und bin auch sportlich, also tu mich sportlich betätigen. Was wäre denn der Wunsch der Familie Horn, falls sie heute Abend gewinnt? Ein Farbfernseher. Und das Restliche wird aufgeteilt in vier Teile. Das habe ich vergessen, bei der Familie Scheikel zu sagen. Die österreichische Familie, die wollen überhaupt alles aufteilen. Also, gut, nur, dass wir das wissen. Ja. Wann haben Sie geheiratet? 1952. 52? Ja. Haben Sie da schon in München gelebt? Ja, ja, wir sind geboren in München. Echte Münchner. Echte Münchner, Münchner Sie schauen ja ein bisschen aus wie der Valentin eigentlich. So. Ja. Nachfahren. Ja, ist ja wunderbar. Ja. Und wie war es denn damals so? Können Sie sich erinnern? Ja, ja. War es schön, war es schwer damals, harte Zeit oder? Ja, es war schon schwer etwas. Wir haben unsere Jugend nachholen müssen
durch den Krieg. Habt ihr 52 schon und, zusammen gewohnt, eine Wohnung gehabt, ein Haus? Nein, noch gar nichts gehabt. Und gespart, ne? Gespart. Ja. Wir haben bei der Oma gewohnt, 2 Jahre, bis wir endlich eine Wohnung gekriegt haben. Ja. Und da habt ihr ja sicherlich also mit dem Zeug ziemlich haushalten müssen, mit Geld. Wie viel habt ihr damals verdient? Wie viel war das damals? 295 Mark. Ich weiß nicht mehr mit Geld besser Bescheid. 295 Mark. Ah, hat sie immer verwaltet. Ja, ja. Ja. Wie viel verdienen Sie heute? Ich meine, wir wollen Sie das Steuer verraten? Oder? Nein, Sie können es ruhig wissen. Ja. Rund die 1500 Mark. 1500 Mark. Also doch ein bisschen besser waren. Damals haben Sie sicherlich also wenig weggeworfen. Sie haben sicherlich mit allem was anfangen können. Ja. Das ist unser zweites Spiel. Ja. Wir haben Ihren Müllkübel beraten. Sagt man in München Müllkübel oder wie sagt man? Abfalleimer. Abfalleimer. Abfalleimer haben wir beklaut, ne? Haben das hierher gebracht. Das wird jetzt hier ausgeschüttet, für Sie unsichtbar, für die Zuschauer sichtbar. Und wir wollen eigentlich nur feststellen, was schmeißen Sie so weg? Was ist Ihnen wichtig? Wissen Sie, was weggeschmissen wird oder haben Sie keine Ahnung? Herbert, was hast du weggeschmissen? Ich? Ja, also wir schmeißen... Moment, ich muss erst meine Liste hier fertig machen. Familie Horn, hab schon. Also bitte. Ja, ich habe weggeschmissen. Wir schmeißen das alle in so einen gemeinsamen Abfalleimer, der dann runtergetragen wird. Mhm. Und ja. Was? Ja, das war eine leere Milchdose. Leere Milchdose. Ja, meistens, wenn ich was dazu sage, der von Kiwi muss aber ich ausleeren. Der weiß sehr wenig, was drin ist. Ja, da könntest du unter Umständen deiner Mutter ab und zu mal das abnehmen, oder? Ja. Gut, also das macht er. Was haben Sie weggeworfen? Anna? Was ich weggeschmissen habe? In welcher Zeitspanne? Ja, haben Sie Tage, das ausgelernt? Die letzten Tage, bevor Sie hierher zur Sendung gereist sind. Haben wir das, das wird es halt sein. Ja. Bevor halt die Abfalleimer zum letzten Mal ausgeleert worden sind. Wichtig ist, glaube ich, was ich mir weggeschmissen habe, sind Hausschuhe. Da haben wir nämlich Zehen schon rausgeschaut. Aha. Und unten was schon für noch. Farb? Rote, lederne. Rote? Ja. Die haben wir, unten haben wir drum Loch. Aha. Die haben wir. Ja. Ja. Ich finde es noch da nicht, aber bitte. Und ich habe in der letzten Zeit der Frau Schuhe gekauft, Hausschuhe gekauft. Die habe ich gerade weggeschmissen. Ja. Die habe ich gerade weggeschmissen. Naja, aber den Karton habe ich weggeschmissen. Karton? Das Restliche. Ein Karton hat er weggeschmissen. Jawohl. Ja, genau. Den Karton habe ich weggeschmissen. Mhm. Karton ist da. Ja. Gut. Was noch? Eine Lenoir-Flasche. Eine? Lenoir-Flasche. Lenoir-Flasche, aha. Da gibt auch noch andere Mittel. Blumen. Und Knochen, über den du so gern gehabt hast. Ein Suppenknochen. Ein solch ein Drum muss drin sein. Ja. Weil das war mehr Knochen wie Fleisch. Knochen steht hier. Ja. Hammer. Das war so schön eingewickelt. Was? Das war so schön eingewickelt, dass oben das Fleisch war und wie ich es umdreht habe, war nur Knochen. Ja. Ja. Ach so, den habe ich gesehen. Okay. Ja, der ist da. Blumen, dann von einem Topf habe ich ihn untergeschmissen. Blumentopf. Und so ein Styropor. Jawohl. Ja, und so ein Blumentopf. Ja. Jawohl, habe ich. Und dann ein paar Tüten vom Einkaufen. Tüten, ja, stehen auch da. So Nylonsäckchen steht hier, ja. Ja. Dann, was noch? Eine Milchbüchse haben wir schon. Milchbüchse, haben wir schon. Ja. Ich glaube, schmeiße ich den noch weg. Papier, ganze Menge. Papier? Papier? Papierzeug, ja. Was für den Papier? Den Karton hast du? Ah, Waschpulverpapier. So, von Zuma, nein, so irgendwie so. Einkaufstüten waren das. Du hast da noch so ein Waschpulverkarton gehabt? Das habe ich schon. Das ist das haben wir schon. Ach Gott, was schmeißt man denn alles weg? Ja. Ich bin eigentlich sparsam, nicht? Ich schmeiß gar nicht so viel weg. Das ist sehr gut. Herbert, du wirst doch sicher was weggeschmissen haben. Ja, ich habe eigentlich... Nee, was soll ich also können Sie sich noch an was erinnern, sonst lassen wir es jetzt. Ne? War eh schon ganz auf. Ja, also recht viel mehr, aber weiß ich nicht mehr. Gut, danke. Bin sonst der sparsame Hausfrau, ich schmeiß nichts weg. Wird inzwischen kontrolliert, wir werden sehen. Ja. Danke vielmals, Familie Horn. So, jetzt kommt die Familie Ochsenbein. Bitte kommt. Dieter, setzt euch hin da. So. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Das brauchen wir. Bitte Platz zu nehmen. Bitte, wenn Sie so nett wären und ein bisschen was über sich erzählen würden. Wo kommen die Ochsenbeins her? Wir kommen von Basel, Schweiz. Was machen Sie beruflich? Danke. Ich verkaufe Endlosformulare, die auf datenverarbeitenden Maschinen verwendet werden. Was für Formulare? Endlosformulare. Endlos? Endlos. Aha. Interessant. Was macht man damit? Beschriften. Die datenverarbeitenden Maschinen. Da muss man endlos immer beschriften. Es geht so schnell, warum heißen die so? Es geht so schnell, dass man nicht einzeln einspannen kann. Aha.
Frau Gemahlin? Ist Hausfrau. Die heißen, wie heißt sie zwei? Ochsenbein, Heidi und Peter. Ja, Heidi und Peter Heidi, heißen sie. Johanna Speri. Heidi und Peter, das ist also die Gabi, das wissen wir schon, und das ist der Dieter, nur damit Sie das alle wissen. Ihr wohnt in Basel. Willst du noch was über dich sagen? Wollen Sie noch etwas über sich sagen? Ja, wieso bleiben wir eigentlich nicht beim Du, finde ich das? Ja, das hat also der Herr Scheikel hat es angeboten, der ja. Otto. Wir sind jetzt per Du. Mit Otto und mit der Sissi bin ich jetzt per Du. Ja, und wir? Ja, ich meine, ich kann es ja nicht. Ich bin nicht. Bitte, die Familien hatten beschlossen und gewünscht. Ja, gut. Ja, ja also zur Leichtigkeit des Spiels. Es sind keine Damen und ja, Herren. Heidi und Peter. Gut. Wann habt ihr geheiratet? Am 3. Juli 1953. 53. So. Damals war, ja auch in der Schweiz, ich meine, da war es immer ein bisschen besser, aber doch keine so besonders gute Zeit. Und ihr wart jung, ihr hattet sicher einiges vor und doch einige Schwierigkeiten auch. Oder war da schon alles geregelt, Haus, Wohnung, habt ihr das alles schon gehabt? Die Frage ja, belasse mehr, ich dich. Mehr oder weniger schon. Schon, ja. Aber ihr habt doch, wie viel hast du damals verdient? Womit? Womit? Ja, das weiß ich ja nicht. Ich meine, mit diesem Endlospapier da. Im Monat so. Im Monat so, seinerzeit. Ja, so 1953. 1800 Franken. Also, ja, das ist natürlich dann, fürchte ich, habt ihr auch damals schon eine Menge weggeschmissen. Ah. Darum geht es nämlich in diesem Spiel jetzt. Ah. Wir haben euer Mülleimer zu Hause ausgeplündert. Wie sagt man dazu in Basel? Zum Müll? Köter. Was? Köter? Köter. 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 Ja. Also den Köter, den haben wir einfach ausgeplündert, nicht? Haben das hergebracht, das schütten wir jetzt da aus, da hinten, nicht, das dass ihr ihn nicht sehen könnt. Und wir möchten ganz gerne wissen, woran ihr euch erinnert. Nämlich, ob ihr noch wisst, was ihr in den Köter geschmissen habt. Also die deutsche Familie, möchte ich bei dieser Gelegenheit nachholen, hat 8 Gegenstände richtig sich gemerkt. So, es kommt darauf an, dass ihr möglichst viele Gegenstände ja. wisst, dann gibt's Punkte. Familie Ochsenbein, also lass jetzt einmal den Dimki, Dieter. Und was hast du weggeworfen? Oh, was habe ich weggeworfen? Oder vielleicht fängt... Ja, Kaffeefilter, ganz sicher. Was, Kaffeefilter? Filter. Kaffeefilter, ja. Habe ich gesehen. Gut, sagt alle Zeitungen. Was. Zeitungen. Ich habe das Meerschweinchen ausgemistet. Das war so Torfmull. Ja, das stinkt saumäßig. Naja. Eine Menge Zeitungen. Da haben wir uns unheimlich gewundert, was das ist. Also dieser Torfmull da. Meerschweinchen. Naja, Oscar, okay. Vom Oscar, ja. Vom Oscar? Ja. Darf ich mit dem auch per Du sein? Ja, vielleicht. Dann hat der Dieter... Schau. Du hast mir gesagt, ihr habt also so einen guten Fußballverein da, nicht? Da, die haben eine Karte geschrieben. Das ist zwar die falsche Mannschaft, ja. Das ist die falsche Mannschaft, aber ja. Das haben wir also auch gefunden da zum Beispiel. Nennt Gegenstände, bitte. Zeitungen? Abgenagte Pullebeine, ja. Abgelagte Hühnerbeine. Hühnerbeine, ja. Richtig. Und ich mein, zum Müll gehört auch der Sack, der wird ja auch fortgeschmissen. Knochen vom Huhn. Knochen vom Huhn, ja. Und Melonen. Melonenschalen. Richtig. Umschläge vom Brüsseler Salat. Aha. Und der Sack selber gehört ja auch dazu, den schmeißt man ja auch ja, vor. Ja, habe ich schon notiert. Plastiksäcke. Ja, Plastik. Büropapierabfälle. Papierabfälle. Durchschlagspapier und so. Carbonpapier. Aha, Durchschlagpapier. Leere Tuben, so. Ah, leere Tuben. Leere Büchsen. Mhm. Vielleicht habe ich auch noch eine Schachtel Sportfress fortgeworfen. Eine Schachtel was? Sportfress, das ist eine gelbe Schachtel. So. Zuckerl sind Bonbons. Ja. Bonbon-Verpackung steht hier. Ja. Jawohl. Ein Schokoladenpapier hat sicher auch. Kaugummipapierchen. Ja, das ist. Kaugummi, ja. Aha. Sicher. Vielleicht noch was? Heidi? Butterpapier. Butterpapier. Oh, was kommt denn mir noch geschmissen? Genug? Fällt euch noch was ein? Ja, im Moment so, wir zählen das zusammen inzwischen. Ja, seid ihr erstaunt, nicht? Ja. Also es haben sich bei der österreichischen Familie Scheikel, die haben sich 10 Sachen gemerkt. Deutsche Familie Horn 8 Gegenstände
Und wie schaut das jetzt hier aus? Wir werden es gleich erfahren. Inzwischen könnt ihr vielleicht noch ein bisschen was erzählen. Was ist euer Wunsch, falls ihr heute Abend hier gewinnen solltet? Wir möchten gerne nach, nach München an die Olympiade. Zur Olympiade? Ja. Aber das hat keinen Zweck. Es gibt keine Billette und die Hotels sind alle besetzt. Das hat im Grunde genommen so keinen Zweck. Aha, also wo willst du dann hinfahren oder was willst du machen? Ja, ich würde am liebsten auch das machen. Aha. Aber also hoffentlich hören das Verantwortliche, die dafür etwas darüber zu bestimmen haben, werden dafür sorgen oder uns helfen, dass ihr dorthin fahren könnt, falls ihr gewinnt. 12 Gegenstände haben sich die Schweizer gemerkt, Familie Ochsenbein. Damit hat die Familie Ochsenbein 2 Punkte, die Familie Scheikler aus Österreich 1 Punkt und die Familie Horn keinen Punkt dazu bekommen. Das heißt, wir haben jetzt einen Gesamtpunktestand von 3 Punkten für euch, 2 Punkte für die Scheikels aus Wien und keinen Punkt vorläufig für die Familie Horn. Wir haben aber nicht nur euren Kötter geplündert, sondern wir haben auch hier noch anderen Mist. Und zwar ist das sehr wichtiger Mist. Er entstammt der Mülltonne eines prominenten deutschen Politikers. Also schauen wir uns einmal an, was so ein Politiker wegschmeißt. Ja, ich bin natürlich mit Müll nicht so recht erfahren. Darum habe ich das alles daneben geschmissen. So. Was machst denn du da? Meine Damen und Herren, dieser Mann hier ist eine internationale Kapazität auf dem Gebiet des Mülls. Er ist ein Müllologe. Er bereist seit vielen Jahren alle Länder der Welt und ist immer dort, wo besonders viel Mist zu finden ist. Und darum ist er heute einmal zu uns gekommen. Und was für Rückschlüsse. Er heißt übrigens Floristan, Earl of Dustbin. Was für Rückschlüsse ziehen Sie aus diesen Dingen, die hier liegen? Ja, ich sehe, es ist eine höhergestellte Persönlichkeit. Ja? Ja. Aha. Hier auf den Ding steht drauf, der innen, on, heil, Rheindorfer Straße, 198. Ja. Also Sie können jetzt schon tippen, wer es sein könnte. Ja. Ein Blumentopf sehe ich da. Ja, ist ein sehr tierliebender Mensch gewesen mit Blumen. Blumentreund, nicht? Gladiatoren, Rosen, ja, Fliede. Und dann hat er auch Hundefutter da gehabt, nicht? Hunde. Da, ja, da ist das schon. Ja, habe ich schon gesagt. Hunde. Ein Hundefreund. Ja, aber der Hund muss natürlich sehr schlechte Zähne gehabt haben, nicht? Wieso? Ja, weil er alles liegen lässt, ist alles voll noch. Alles nicht erbissen, nicht? Ja. Ja, und das sind natürlich jetzt lauter saure Sachen, alles Zitronen, nicht? Viele Zitronen. Ist ein sportlicher Mensch vielleicht, Zitronen, ein Sportler. Und lauter Sodawasser, nicht? Also lauter Soda, so kein Alkohol. Aha. Und keine Zigaretten, habe ich gesagt bis jetzt. Keine Rauch, keine nicht? Ein Antinikoteur. Aha. Ne? Alles, nichts da, gell? Nichts. Zeitungen liest er viel? Sehr viele Zeitungen, aber nur inländisch. Alles. Und da ist ein Blumenfang, der Hundefang, alles. Ein sehr Mann, der viel herumfährt, nicht? Und er ist ein sehr herumfahrender Mensch, nicht? Ich kann das nicht so beurteilen, nicht? Aha. Das ist interessant. Aha. Das habe ich schon mal gesehen. Abhörgerät. Ja? Das wäre mir richtig. Guck mal, was ist das? Nicht stürzen. Okay. Danke dir, Flo Nordhoff. Danke dir.
Nein, lieber nicht. Er ist wirklich ein Baron, aber ja. Natürlich. Ja. Ich danke dir vielmals, lieber Flo. Diese Persönlichkeit ist also ein prominenter deutscher Politiker. Ich weiß natürlich, wer es ist. Er ist auch schon da. Er ist der oberste Umweltschützer in Deutschland. Er telefoniert gern, das heißt, er benutzt moderne Kommunikationsmittel. Telefoniert gern im Auto auch und so, wenn er unterwegs ist. Es ist der Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher. Verzeihen Sie bitte, Herr Minister, dass ich Ihnen jetzt die Hand gegeben habe, aber ich habe ja nur Ihren Müll berührt vorher. Also ich hoffe, dass Sie mir das nicht übel nehmen. Ich bin natürlich sehr besorgt, was Sie hier alles zusammengebracht haben. Ja, wir waren sehr fleißig, nicht? Weil er das von dem Abhören gesagt hat, ich hoffe nicht, dass da irgendwelche geheimen Akten vom Verfassungsschutz mit drin sind. Nein, 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 es war nur, wir haben Verschiedenes nicht gefunden durch diese Überfülle. Ja. Herr Minister, Sie waren heute ja noch in Berlin bei dem Rückspiel Deutschland gegen England. Wie hat es Ihnen gefallen? Ja, vorweg muss ich sagen, mit einiger Befangenheit bin ich gekommen. Ich habe den Berliner Regen noch im Anzug. Ja, wir haben es gesehen. Es hat fürchterlich geregnet, aber man kann. Aber es hat leider keine Tore geregnet. Man kann mit 0-0 gewinnen, nicht? Das ja. Hat sich wie war dann, wie ist das so schnell möglich gewesen, dass Sie dann schon bei uns hier in der Halle sind? Flugzeug und Hubschrauber auf dem Dach. Ich hoffe, ich habe die Sendung nicht gestört. Aber wo? Hier auf der Halle? Nebenan, ja, nebenan. Das ist allerhand. Ja. Herr Minister, da wir über Müll und sowas hier sprechen, Sie sind der oberste Umweltschützer in Deutschland. Am Mittwoch ist vor dem Bundestag das erste Gesetz verabschiedet worden. Würden Sie darüber etwas sagen? Das ist nicht das erste, aber wir haben ein großes Gesetz verabschiedet, einstimmig übrigens. Das ist ja nicht bei allen Fragen, die wir in den letzten Wochen zu behandeln hatten, so. Das Abfallbeseitigungsgesetz, und damit sind wir auf diesem wichtigen Gebiet des Umweltschutzes einen großen Schritt weitergekommen. Würden Sie vielleicht kurz sagen, was dieses Gesetz beinhaltet? Zunächst einmal haben wir die Ländergrenzen überwunden. Wir haben ein bundeseinheitliches Gesetz, das die Abfallbeseitigung regelt, und zwar die schadlose Abfallbeseitigung. Wir haben ja alle noch aus dem letzten Sommer die Giftschlammaffären vor Augen. Und hier sind Verpflichtungen für Länder und Gemeinden geschaffen worden, Abfallbeseitigungspläne aufzustellen, damit die Anlagen auch da sind, in denen dieser Giftschlamm zum Beispiel beseitigt werden kann. Und darüber hinaus ist möglich, zum Beispiel Einfuhrverbote dann zu verhängen, wenn giftiger Abfall in das Bundesgebiet eingeführt werden soll. Wir wollen ja nicht zur Müllkippe Europas werden, das will kein Land. Und darüber hinaus eine Reihe von wichtigen Maßnahmen, um vor allen Dingen sicherzustellen, dass wir die wilden Müllkippen in unserem Land überwinden können. Und wenn ich recht verstanden habe, soll auch ganz bestimmter Müll wieder zur Energieerzeugung verwendet werden? Wir sind eh dabei, durch Untersuchungen festzustellen und das zum Teil schon zu verwirklichen, dass im Grunde hier überall wieder etwas Produktives daraus hergestellt werden kann. Es ist nicht so, dass alles, was wir zum Beispiel in diesem Bilderrahmen hier haben, nun völlig wertlos ist. Und es ist ganz erstaunlich, was man daraus noch machen kann. Herr Minister, wir haben das Gebiet Sport berührt. Sie sind ja in Ihrer Eigenschaft als Innenminister auch für den Sport verantwortlich. Darum waren Sie heute in Berlin. Sie sind für den Umweltschutz verantwortlich und aber auch für die Kunst, soviel ich weiß. Ja, soweit der Bund sich um Kultur kümmern darf. Nicht? Das ist an und für sich ja eine Länderangelegenheit. Ja. Wir haben vor, aus dem von Ihnen hinterlassenen Müll möchten wir gerne ein Kunstwerk machen lassen. Es gibt in Amerika einen Forscher, der beschäftigt sich also mit Müllforschung tatsächlich. Er sammelt den Müll von prominenten Persönlichkeiten und schließt daraus auf ihren Charakter, macht also psychologische Studien. Und dann gibt es andere Künstler, dieser Mann heißt A.J. Webermann. Dann gibt es noch andere Leute, die machen Kunstwerke aus Abfällen. Wir möchten gerne einen Teil dieser Gegenstände eingießen in eine Plastikmasse. Und wir möchten am Schluss dann Ihnen dieses Kunstwerk zeigen. Und wenn Sie einverstanden sind, vielleicht können wir es irgendeinem edlen Zweck zur Verfügung stellen. Immer dazu bereit. Vielen herzlichen Dank, Herr Minister, dass Sie gekommen sind. Danke Ihnen. Also, ich bin jetzt dran. Flo, sag mal, jetzt laufst du mir durchs Bild. Mensch.
also ich muss Sie leider jetzt verabschieden. Sie kriegen den dritten Preis in der Höhe von 1.500 Mark. Und wir bedanken uns, dass Sie bei uns heute mitgespielt haben. Bitte bleiben Sie sitzen und schauen Sie zu. Es singt jetzt für Sie Salvatore Adamo. Mais quand j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un requiem, quand sur lui je me suis penché.
Wie kann man sich das Glück größer denken? Zeig mir, wie das geschehen mag. Sieht ein bisschen aus wie im Krieg, nicht? Ja, ja, fast. Ja, das ist, ich meine, das ist täglich auf unseren Straßen zu sehen. Wir haben zwar keinen offiziell erklärten Krieg, Gott sei Dank, aber auf diesen Straßen sterben in jedem Jahr 4-mal so viele Menschen wie Vietnam. Früher, und es ist natürlich, Sie werden, manche von Ihnen werden ärgerlich sein, dass man in diese schöne Spielatmosphäre jetzt so ernste Töne hereinbringt. Vor 20 Jahren war das Auto ja auch noch ein Spiel. Also freie Fahrt, Wind, schöne Mädchen, das sieht man immer noch in den Autoreklamen, aber die Wirklichkeit hat sich inzwischen ein bisschen verändert. Und die berühmte Love-Story, wie die Amerikaner sagen, mit dem Auto, hat sich in eine Hate-Story verwandelt. Und dieses Auto hier, das wir selber angezündet haben, nicht ich, die Techniker, das soll ein kleines Fanal sein, das soll ein bisschen ein kleines Licht in dieser Dunkelheit sein. Wenn man sich die Sache weiter ansieht, wenn man sich die Entwicklung weiter ansieht, wenn man sich vorstellt, dass die Autos sich noch verdoppeln sollen bis 1985, bis zum Jahr 2000 vielleicht gar vervierfachen, dann kommen wir in völlig unhaltbare Situationen hinein. Es ist ja schon jetzt so, dass wir mit dem Auto unendlich viel Zeit verlieren. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass im Durchschnitt die Bundesbürger zusammengerechnet jedes Jahr 1,1 Milliarden Stunden in Autoschlangen beim Warten vertun. Und das ist überhaupt das noch lange nicht alles. Jetzt beginnen viele Tankstellen zu schließen. Es wird also noch länger werden. Und das Auto kostet sehr viel Geld. Erstens einmal wird es auch teurer werden. Wir werden Sicherheitsauto brauchen. Es wird 40% teurer werden. Es kostet jeden Einzelnen sehr viel Geld. Es kostet aber auch die Gesellschaft, den Staat sehr viel Geld. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, viele wissen das gar nicht. Wenn Sie ein Auto kaufen, dann sind die Kosten, die dieses Auto der Öffentlichkeit verursacht, fast so groß wie der Preis dieses Autos. Also 6.000 Mark Auto, das bedeutet eine Belastung der Öffentlichkeit vielleicht von 5.000 Mark. In welcher Form müssen Straßen gebaut werden? Und vor allen Dingen, es gibt enorm viele Arbeitsausfälle. Es müssen Krankenhäuser gebaut werden. 500.000 Menschen, sogar etwas über 500.000, etwas über eine 500.000 Menschen haben jedes Jahr Autounfälle. Und dazu kommen noch so und so viele Gesundheitsschäden, die ja gar nicht als Unfall zu deklarieren sind. Herzinfarkte, Nervosität, Unruhe. Es fragt sich, ob das alles noch einen Zweck hat. Wir müssen ja irgendwie da heraus. Nun meine ich natürlich, dass wir einzelne Autos anzünden, wie das manche Leute glauben, dass man das machen soll. Das ist natürlich unsinnig. Es hängt viel zu viel an dem Auto. Jeder 7. bis 8. Deutsche zum Beispiel verdient sein Brot direkt oder indirekt durch das Auto. Und man kann nicht durch solche, ich möchte schon sagen, idiotische Einzelhandlungen versuchen, die Welt zu verändern. Man muss weiterdenken, man muss vorausdenken. Und ich bin ja, versuche mich mit der Zukunft zu beschäftigen und versuche, an eine humane Zukunft zu denken. Und im gewissen Sinn ist die Aufgabe, die sich bei uns stellt, wenn wir vom Auto weg wollen, so groß wie die Aufgabe, die ein hochgerüstetes Land, eine Kriegswirtschaft hat, die sich auf Friedenwirtschaft umstellen muss. Ja, wer plant das? Wer tut das? Wir alle, hoffe ich. Der Mann, meine Damen und Herren, der diese Worte zu uns gesprochen hat, heißt Robert Jung. Er hat eine Professur an der Technischen Universität Berlin. Und sein Arbeitsgebiet, mit dem er sich beschäftigt, ist die Erforschung der Zukunft. Er steht allerdings auf dem Standpunkt, dass die Lösungen aller dieser Zukunftsprobleme nicht den Professoren, nicht Fachleuten und nicht den Behörden überlassen bleiben sollten, sondern dass wir alle unsere Ideen dazu beisteuern müssen. Er plädiert für Zukunftswerkstätten, wo die Menschen überall beraten darüber, wie wir zu einer menschlichen Zukunft kommen können. Und das vierte Spiel ist eine solche Zukunftswerkstatt. Und wir wollen gleich damit beginnen. Bitte, Robert Jung. Ich möchte Sie, liebe Zuschauer, in München
herzlich bitten, ganz besonders gut aufzupassen bei diesem vierten Spiel, denn Sie werden nachher das Ergebnis dieser Gesprächsrunde mit dem Lichttest zu bewerten haben. Ich möchte Sie auch um etwas bitten, dass Sie wirklich nur Lichtquellen einschalten und nicht Kraftstrom, denn dann könnte es passieren, dass in München die Stromversorgung zusammenbricht. Trotzdem sollen Sie sich natürlich dann rege an diesem Lichttest beteiligen. Seid ihr soweit? Können wir mit dem Gespräch beginnen? Robert? Ja, es wird natürlich eine Mini-Zukunftswerkstatt sein. In 4 Minuten ist es nicht so leicht, Ideen zu produzieren und besonders originelle Ideen zu produzieren. Es ist meine Auffassung, ich habe das oft ausprobiert, dass der sogenannte Mann von der Straße, das heißt der Nicht-Experte, oft bessere Ideen hat als die Experten. Und ich frage Sie jetzt, haben Sie irgendwelche Einfälle dafür, wie man dieses Problem Auto, dieses sehr schwierige Problem Auto lösen könnte? Und da die originellsten Ideen werden natürlich wahrscheinlich von denen, die abstimmen, am besten bewertet werden. Bitte schön. Ich würde sagen, ohne mit der Originalität zu beginnen, aber vielleicht gibt das den Schneeball, den wir suchen. Wenn alle öffentlichen Verkehrsmittel mit Nulltarif fahren würden und die Potenz der öffentlichen Verkehrsmittel vervierfacht würden und zugleich unter den Boden und über den Boden gelegt würden, dann bestünde eine Möglichkeit, und ich glaube fest daran, dass mindestens 30% der Autos von der Straße verschwinden würden. Ja, nun sind ja die öffentlichen Verkehrsmittel, ja gut, sicher. Aber müssten die da nicht einmal viel komfortabler werden und viel öfter verkehren? Und wie könnte das aussehen? Ich habe dir gesagt, die Potenz muss vervierfacht werden. Ja, wie meiner Meinung nach könnte man sogar viel Personal ersparen damit. Wie würden Sie sich ein komfortables öffentliches Verkehrsmittel vorstellen? Also sowohl schon nicht alles unter die Erde, sondern man könnte zum Beispiel in den Städten, in Nahverbindungen, Elektroautos, kleine, die nur mit 4 bis 6 Personen besetzt werden können, aufstellen mit Computerkarten. Heute kann man doch schon so viel programmieren, dass man eine Stechkarte in das Auto steckt und fährt dann eben dorthin und ist an einem Ziel, wo man hin muss. Man lässt das Auto vielleicht dann dort stehen und der Nächste, das braucht, andere schon wieder übernehmen. Übernimmt es und gibt seine Stechkarte und fährt die nächste Zone. Massenverkehrsmittel unter die Erde. Eine Menge Leute brauchen das Auto hauptsächlich, um ins Geschäft, an den Arbeitsplatz zu kommen. Warum können die Menschen nicht unmittelbar bei dem Arbeitsplatz überhaupt leben? Ja, das ist auch richtig. Sozusagen zu Fuß zu arbeiten. Weil das würde bedeuten, dass man sozusagen dezentralisiert. Denn heute ist es ja so, dass man zu gewissen Betrieben fahren muss, weil die nur an einer Stelle sind. Man muss hinfahren zum Arbeitsplatz. Ja gut, es ist auch gut, dass die Betriebe nur an einer Stelle sind, dass sie aus dem Zentrum hinauskommen, weil doch die Luftverschmutzung auch dadurch viel größer ist. Was sagen denn die Jungen? Was sagst du? Also ich bin der Meinung, man könnte doch ohne weiteres, also ich bin ganz dafür, dass man mehr unter die Erde baut und die Welt, also die Oberwelt wieder mal zur Welt macht. Ich meine, wenn man jetzt in einer Stadt geht, ist doch ein Beton, also es sind doch nur, man sieht nur lauter Straßen und diese Betonglötze, die was Häuser. Was soll man da oben hingeben? Wie soll die man soll Gras, aussehen? Also wie eine Parkanlage. Aha. Also ich meine, vielleicht ein bisschen ein blöder Einfall, der ist mir gerade vorhin gekommen. Also es gibt diese Grashopper dann, nicht? Also alles zur Verfügung stellen. Es gibt auch viele wohnungslose Menschen. Ich glaube, die sind momentan wenigstens wichtiger wie die Grasflächen. Dass man die Menschen wenigstens in akzeptablen Wohnungen unterbringen kann. Ja, aber gut, das Hause eine schadet dem anderen nicht. Bitte schön, Gabi. Ich habe auch das gemeint mit Grünflächen. Und ja. Und vielleicht könnte man dann auch wirklich Arbeitszentren machen. Und dass man die Menschen in Bussen oder so unter der Erde dann immer hinbringt. Aha. Auf der Arbeitsstelle. Vielleicht könnte man die Kanalisation dazu verwenden. Ja, das ist unterirdisch. Ja, natürlich, man könnte es ausbauen, nicht? Ja. Und könnte die gleich benutzen, die wäre ja da. Wenn die Straßen Grünflächen wären, dann wären doch wieder die Auspuffgase der Autos wären doch wieder schädlich. Naja. Da hätte ich folgende Idee gehabt. Ja, muss denn das so bleiben? Ich meine, Eine Idee zu diesem Problem. Man könnte die Autos so bauen, dass sie nicht Sauerstoff verbrauchen, sondern Sauerstoff irgendwie herstellen, indem sie den Sauerstoff aus der normalen. Sehr gut. Ja. Sie entziehen der jetzigen Luft den minimalen Gehalt an Sauerstoff und verdoppeln ihn. Das könnte man ja erfinden versuchen. Ja, Adamo hat vorhin gesagt, Liebe und verrückt sein. Vielleicht kann man überhaupt nur, muss man ein bisschen verrückt sein. Ja. Man muss vor allem Fantasie haben, würde ich sagen. Ja. Vielleicht sollte man überhaupt auf das älteste Verkehrsmittel zurückgreifen, auf die Füße. Wenn mehr Grünflächen sind, wird vielleicht auch viel lieber, würden Menschen viel lieber gehen. Das würde gar nicht schaden, ja? Ich bin auch in den Propeller-Pinsel-Kraft. Du möchtest nicht sehr viel Lärm machen, ein Bauch, ein Propeller am Bauch. Na, das müsste man speziell antreiben dann. Aha.
Wenn man und wie macht man es, dass die dann nicht zusammenstoßen? Ja, das ist schwierig. Ja. So, also mit vielen Dank, Robert Jung, für die Leitung dieser Gesprächsrunde. Propeller am Bauch war das letzte. Ja, ja. Danke Ihnen, liebe Schweizer, liebe österreichische Familie oder euch für eure Vorschläge. Liebe Münchner, Sie sollen also jetzt gut aufpassen. Ich möchte es noch einmal erinnern, das hier ist also die österreichische Familie, das hier ist die Schweizer Familie. Ich werde kurz rekapitulieren, welche Vorschläge kamen. Bei den Österreichern war es also das Elektroauto, das mit der Computerkarte betrieben wird. Das heißt, wird also eine Computerkarte eingesteckt und man lässt es dann wieder stehen. Dann Busverkehr über und unter der Erde. Dann war der Propeller am Bauch, der vielleicht auch ganz lustig ist. Von den Schweizern kam also Nulltarif, eine Vervielfachung der öffentlichen Verkehrsmittel, Wohnen am Arbeitsplatz von der Gabi und dann vielleicht der letzte Vorschlag vom Dieter, Autos, die also nicht Sauerstoff verbrauchen, sondern Sauerstoff erzeugen. Habe ich was Wichtiges vergessen? Ich hoffe nicht. Sie haben jetzt in Ruhe Zeit, ein paar Minuten sich zu überlegen, welche Vorschläge da nun besser waren, verehrte Zuschauer in München. Inzwischen spielt für Sie die HGAF-Assoziation aus Warschau mit Andrzej Roszewicz. Manchmal, wenn ich in der Wanne schlafe, denn in dem Badezimmer schlaf ich immer nett. Achtsam leg ich mein Haupt auf die Hände und meine Beine an die Tür, ich bett. Und dann die schönsten Träume kommen mir, denn alle schönsten Traum, den sing ich ihr, ja. Ich höre die Kapelle, die Samba kommt aus dieser Quelle. Also steig ich aus der Wanne völlig unbeschwert, mit anderen Klang der Samba Blues kuriert. Im Rhythmus der Kapelle, auf der Samba-Welle, kommst du aus deiner Wanne auf mich zu, nur zu mir an. Denn wir tanzen Blues und Samba vis-à-vis. Bitte Seife. Kommst du aus deiner Wanne auf mich zu, wenn wir tanzen vis-à-vis? Ich wache auf am Morgen in der Kälte, mein Anzug nass und die Krawatte jetzt auch noch. In der Schilfes unfreundlichen Nässe, ein Leichenwächter schüttelt mich den Kopf. Ich weiß nicht, wo wir beide kommen her. Aber in Beinen bin ich unbeschwert, ja, wieder höre die Kapelle, die Samba kommt aus dieser Quelle. Also steig ich aus dem Schild, bin völlig unbeschwert, nicht anders klang der Samba Blues kurit. Hopsa, hopsa, sa, im Rhythmus der Kapelle, auf der Samba-Welle. Mein Wannentraum ist doch die graue Wir, von denen bist du dürr. Wenn wir tanzen Blues und Samba, Samba vis-à-vis. Schluss. Blues und Samba vis-à-vis. Hallo, Herr Himmelseher. Am Apparat. Ja, grüß Gott. Bitte bleiben Sie ein wenig, ja? Ich muss noch was ein bisschen erklären. Ja. Gut. Verehrte Zuschauer in München, wir wollen zuerst bewerten, wie Ihnen die Vorschläge der Familie Scheigel aus Österreich gefallen haben.
Sie, beim Gong sollen Sie die Lichtquellen, die Sie innerhalb von 20 Sekunden erreichen können, einschalten. Beim Gong geht's los. Achtung, fertig. Stromverbrauch gestiegen? Der Stromverbrauch ist um 16 MW gestiegen. 16 Megawatt? Ja. Dankeschön. Bleiben Sie noch am Apparat, ja? Bitte. Gut. Also jetzt bitte alle Lichtquellen, die eingeschaltet wurden, wieder abzuschalten, damit wir für Familie Ochsenbein aus der Schweiz genau dieselbe Ausgangsposition haben. In der Zwischenzeit spielt für Sie die Hakaf Association. Hat bunte Flügel, solch ein Volk sind manchmal. Was ich bei dem Zügel, wenn sie nicht mir gewährt, ob ihr Rücken, ihr Befehl, ob ihr sprecht, ob ich schweig, nach Lauf der Welt für sie sich zeigt. Schalten Sie jetzt die Lichter ein, falls Ihnen die Vorschläge der Familie Ochsenbein aus der Schweiz besser gefallen haben. Sie haben wie immer 20 Sekunden Zeit. Beim Gong geht's los. Achtung, fertig. Anzeiger diesmal? Wir haben dieses Mal 42 MW. 42 MW. Danke vielmals. Wiederhören. Das ist ein klarer Punkt für Familie Ochsenbein aus der Schweiz. Und damit steht es 4 Punkte für Familie Ochsenbein aus der Schweiz und 2 Punkte für Familie Scheigel aus Österreich. Was sagen Sie zu dieser Entscheidung, Robert Jung? Ja, ich möchte zunächst mal die Familie Ochsenbein möchte gratulieren, beglückwünschen. Und ich glaube, das kann man doch jetzt sagen, dass vielleicht die Idee des jüngsten Ochsenbeinchens Wissen Sie, so verrückt, die Idee klingt gar nicht. Aber Wels, der spricht immer davon, wir müssen so züchten können wie Pflanzen. Pflanzen sind auch im Grunde programmierte Maschinen. Und ich könnte mir durchaus ein Auto also vorstellen, das sich in die Umwelt einbauen lässt wie eine Pflanze. Viele Dinge, die uns heute selbstverständlich scheinen, zum Beispiel das Ding an die, ich glaube es heißt Fernsehen. Das war ja gestern noch auch noch eine verrückte Idee. Viele Ideen, die heute verrückt scheinen, werden morgen ganz selbstverständlich sein. Nur ist mir eins aufgefallen, und das macht mich etwas kritisch. Es ist doch in unserer Diskussion fast immer von neuen Produkten gesprochen worden, irgendwelchen neuen Produkterfindungen. Und wo die Produkte schließlich enden, das haben wir ja auch vorher gesehen. Wir haben gesehen, wie diese Produkte zu Müll zerfallen. Und es fragt sich, ob diese Müllgesellschaft, diese Leistungsgesellschaft, die so viel Reichtum und so viel Müll produziert, wirklich das erstrebenswerteste Ziel ist. Ob man nicht vielleicht
auch gesellschaftliche, ganz andere gesellschaftliche Einfälle haben könnte, wie die Gesellschaft organisiert sein könnte oder dass man andere Werte im Leben hat als das Erwerben von Waren, die man dann wieder wegwirft. Und ich meine, dass die gesellschaftliche Erfindungskraft und auch unsere Vorstellung von einem besseren Leben, dass da viel zu wenig bisher vorhanden ist, dass die Leute sich viel zu wenig damit beschäftigen. Es liegt ja daran, dass man sie eben nicht auffordert, so etwas zu tun. Sie sind die ewig Stummen. Es sind immer ein paar Leute, ein paar Planer, die sitzen oben und die machen das für uns. Und ich meine, wir kommen heute in eine Situation hinein, wo wir jeden brauchen und wo unser größter Reichtum ist das, was an Ideen in jedem von uns steckt. Und wenn wir uns neue Ideen für die Menschen und für die Gesellschaft ausdenken, dann meine ich, können wir das nur in einer sehr offenen Gesellschaft. Und ich meine, Herr Minister Genscher, dann gehört zum Umweltschutz nicht nur, dass man die Abfälle beseitigt, sondern dass man auch Professoren, die anderer Ansicht sind, in dieses Land hineinlässt und sie nicht von der Polizei abführen lässt. Das ist meine... Das ist eine Improvisation, von der Dieter Schönherr nichts weiß, von der niemand von den Beteiligten an der Sendung etwas weiß. Wo, aber als ich heute hörte, dass Sie herkamen, habe ich mir gesagt, vielleicht sollte man Sie doch, und Sie haben ja die Gelegenheit, noch mal zu sprechen nachher, darauf ansprechen. Wir brauchen jeden neuen Menschen, der sich eine andere Gesellschaft vorstellen kann. Allerdings meine ich, wir dürfen es nicht mit Gewalt tun, denn wir haben einfach nicht die Mittel, mit neue Dinge mit Gewalt durchzusetzen. Wir sitzen buchstäblich auf einer Bombe. In den nächsten 30 Jahren kann diese Bombe losgehen, wenn wir nicht etwas tun, wenn wir unsere Haltung gegenüber unserer Umwelt und gegenüber unserem Leben völlig verändern. Ich meine, das ist das, weshalb man auch diese kritische Situation, weshalb man auch bei Spielen wie diese Spiele, die wir heute durchgeführt haben, an solche Dinge denken muss. Wenn Sie weiter klatschen wollen, wenn Sie weiter singen wollen, dann müssen Sie daran denken, dass das bedrohliche Ticken unter uns, dass das abgestellt wird und dass die, die uns in die falsche Richtung lenken, vielleicht doch einmal zum Nachdenken gebracht werden. Ich bin fürs Spielen und deshalb spreche ich so. Vielen Dank, Robert Jung. Wohin uns die Technik manchmal führt, haben wir eben erlebt. Es war eine kleine Tonstörung. Das heißt, dieses technische Gerät, das der Herr Professor da benutzen musste, hat nicht funktioniert. Bitte entschuldigen Sie das. Wir kommen in die fünfte und letzte Spielrunde. Ich möchte daran erinnern, die Familie Ochsenbein hat jetzt einen 2-Punkte-Vorsprung, den können Sie aber aufholen. In diesem letzten Spiel geht es ja, wie Sie wissen, um Harmonie, Übereinstimmung. Es wird allerdings heute nur von den Eltern gespielt, also von Mutter und Vater. Es gibt aber auch hier trotzdem pro Übereinstimmung 2 Punkte. Sie können 6 Punkte dazugewinnen und ohne weiteres den Abend noch für sich entscheiden. Ich möchte Sie noch einmal zurückführen in jene Zeit, über die wir heute schon einmal gesprochen haben, in die späten 40er Jahre, also als Sie sich damals kennenlernten. Damals waren Sie sehr jung und da haben Sie sicherlich sich für Ihr gemeinsames Leben alle möglichen Dinge vorgenommen. Oder ihr beide, Sissi und Otto. Da habt ihr Wünsche gehabt, Träume für euer Leben und Vorsätze. Und ich möchte jetzt gerne von dir hören, 3 Dinge. Einen Wunsch, einen Traum und einen Vorsatz. 3 der wichtigsten Dinge, die im Laufe eures Lebens nicht Wirklichkeit geworden sind. Jetzt geht es schon aus. Das ist ziemlich schwierig zu beantworten, denn es ist sehr viel Wirklichkeit geworden. Das ist schön. Ein Traum. Ja, mein Mann hat Medizin studiert. Vielleicht, dass er es nicht weitergemacht hat, könnte ich mir vorstellen. Das wäre ein Wunsch gewesen, ja. Nicht ein Traum. Die Träume, die sind ja schon ein bisschen höher gesteckt. Ja, nachdem wir begeisterte Theaterspieler waren, wollten wir eigentlich Schauspieler mal werden. Mhm. Das war der Traum, der Wunsch. Und ein Vorsatz vielleicht?
Ja, der Vorsatz war der, dass wir immer zusammenbleiben wollten eigentlich. Und das ist ja in Erfüllung gegangen. Ja. Es war ein Vorsatz, der ist in Erfüllung gegangen. Es müsste ein Vorsatz sein, der nicht in Erfüllung gegangen darum wäre. Darum geht es. Ja. Weil wir glauben, dass in diesem Leben so viele Wünsche und Träume und Dinge verdrängt werden, ganz einfach. Und dass wir uns dann später nach vielen Jahren gar nicht mehr daran erinnern können, was wir uns eigentlich da erträumt haben, wie wir jung waren. Ja, die Vorsätze, die wir gefasst haben, waren, dass wir eigentlich uns immer gut verstehen werden. Und das gelingt uns nicht immer, muss ich ehrlich sagen. Das war ein Vorsatz. Gut. Jetzt wollen wir hören, was der Otto dazu sagt. Ich danke dir für deine Ehrlichkeit. Was glaubst du, Otto, hat deine Frau gesagt? Welche drei Dinge sind ihrer Meinung nach nicht Wahrheit geworden? Welche drei Dinge nicht? Also ein Wunsch, ein Traum und ein Vorsatz. So war die Fragestellung. Die nicht in Erfüllung gegangen sind. Ein Wunsch meiner Frau. Ein gemeinsamer Wunsch, als ihr damals jung wart und euch kennenlerntet und ein gemeinsames Leben beschlossen habt. Und das soll bis heute nicht Erfüllung geworden, nicht erfüllt worden sein. Ja. Gut, ich muss sagen, wir haben uns damals viel vorgenommen für die Zukunft. Und ich glaube, wir haben eigentlich alles erreicht. Das ist schön. Ähnliches hat die Sissi auch gesagt. Aber sie hat dann doch spezifiziert drei Dinge. Ein Wunsch, ein Traum und einen Vorsatz. Es gibt Punkte dafür. Sechs Punkte sind zu gewinnen. Meine Frau hatte einmal einen Traum. Und zwar betreffend ihre Berufswahl. Ja? Und ihre Zukunft, ihre spezielle. Sie wollte einmal Schauspielerin werden. Ja. Gut, zwei Punkte gleichgezogen. Ein Wunsch. Ein Wunsch, der nicht in Erfüllung gegangen ist? Es ist wirklich schwer für uns. Es ist schwer, ja. Ja, es ist schwierig. Vielleicht der Vorsatz. Vielleicht ist das leichter. Ein Vorsatz für die Zukunft. Ja, damals den gefasst. Na, das kann ich nicht sagen. Und dein Wunsch auch nicht? Also ich bin der Meinung, dass wir bisher uns alle Wünsche erfüllen konnten. Gut, sie hat gesagt, sie wollte mal Medizin studieren und das wäre vielleicht ein Wunsch, der nicht Wahrheit geworden ist. Und sie hat gesagt, ich sage es, weil sie so ehrlich war, sie hat gesagt, wir haben uns vorgenommen, immer uns gut zu verstehen und das gelingt halt manchmal nicht. Ja, da hat sie recht. Danke. Familie Ochsenbein. Es geht um die Harmonie, es geht um Übereinstimmung. Dieses Spiel spielen heute nur Mutter und Vater. Denken Sie zurück an die Zeit in den 50er Jahren, als Sie sich kennenlernten. Damals haben Sie sich sicher viele Dinge vorgenommen für das gemeinsame Leben. Meine Frage lautet, was an Wünschen, Träumen oder Vorsätzen, die Sie damals gefasst haben, ist im Laufe des Lebens nicht Wirklichkeit geworden? Bitte nennen Sie drei Dinge. Schon aus beim Nicht-Wirklichkeit. Also einen Wunsch, einen Traum und einen Vorsatz, der nicht Wirklichkeit geworden ist. Wir haben kein eigenes Haus. Das wäre ein Wunsch gewesen. Das wäre ein Wunsch gewesen, ja. Ein Traum, das ist ja schon ein bisschen was... Ja, was... Ja. Poetischeres. Ja, ja, das weiß ich schon. Keine Träume gehabt mit 20 Jahren? Ja, wir haben nie im Ausland gelebt. Das war ein Traum. Wir haben nie im Ausland gelebt für einige Zeit. Und ihr wolltet das gerne? Ja, das war ein Traum, ja. Gut. Und ein Vorsatz, den ihr euch gefasst habt und dann doch nicht gehalten? Gibt es so etwas? Ja. Sag's
kommt mir wirklich nicht sehen. Nein, in dem Moment. Also wir fragen... Komplette Blackout. Ja, wir fragen den Peter. Bitte, Peter, was glaubst du, hat deine Frau gesagt? Wir müssen ein bisschen jetzt schnell machen. Wir haben gehofft, dass wir einmal die Sendezeit einhalten, aber es ist uns doch wieder nicht gelungen. Peter, ja. Welcher Wunsch ist nicht in Erfüllung gegangen? Ich würde sagen, zuerst das eigene Heim. Jawohl. Gut, damit habt ihr schon gewonnen. Dankeschön. Und welcher Traum ist nicht in Erfüllung gegangen? Das hat sie auch noch beantwortet. Ich kehr's jetzt um. Nicht so steigende Lebenskosten. Das hat sie nicht gesagt. Sie hat gesagt, wir wollten so gerne einmal eine längere Zeit im Ausland leben. Das war uns nicht vergönnt. Das kam der dritte. Ja, no? Das war der Vorsatz. Aber gut, ihr habt gewonnen. Wir gratulieren herzlich. Bitte komm heraus. Vielleicht kommen die anderen zu uns. Familie Scheikel, Familie Horn. Ihr habt also den ersten Platz gemacht. Welcher Wunsch geht in Erfüllung? Ja, wir sollten nach München an die Olympischen. Die Reise zu den Olympischen Spielen. Wir werden alles tun, dass dieser Wunsch erfüllt wird. Sie kriegen den zweiten Preis in der Höhe von 3.000 Mark. Ihr kriegt den. Also, ja, Entschuldigung. Die Scheikels kriegen den zweiten. Wir gratulieren allen herzlich. Wir sehen uns das nächste Mal am 24. Juni in Wien. Bis dahin dann. Ja, so schnell geht's noch nicht. Nein. Vielen herzlichen Dank also Ihnen allen oder euch allen fürs Mitspielen. Ihnen, liebe Zuschauer, es ist sehr schwer jetzt durchzukommen, fürs Zuschauen, Ihnen zu Hause selbstverständlich auch, für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich möchte heute am Schluss dieser 20. Sendung mich auch bedanken für Ihre Treue, jedenfalls denen gegenüber, die dieser Sendung, wenn auch kritisch, aber positiv immer gegenüber gestanden haben. Jetzt ist das Kunstwerk hier fertig, Sie können es anschauen, das ist also ganz hübsch eigentlich geworden. Ja. Also ein Minister, der ganz schönen Mist gemacht hat, nicht wahr? Und jetzt wollen wir ihn bitten, Herr Minister, dass Sie dieses Werk signieren, wenn Sie dazu bereit sind. Minister schreiben in der Bundesrepublik immer grün. Ja, ich weiß hier nicht. Unten, ne? Ja. Was werden wir damit tun, Herr Minister? Ich würde sagen, versteigern, den Erlös den deutschen Gebirgs- und Wandervereinen geben zum Aufstellen von Abfallkörben in Erholungsgebieten. Sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Okay. Danke Ihnen sehr. Danke Ihnen. Darf ich Professor Jung noch ein Wort sagen? Selbstverständlich. Ich bin Professor Jung eine Antwort. Entschuldigen Sie. Natürlich. Ich stimme mit Ihnen überein, Herr Professor Jung. Wir müssen in aller Freiheit sprechen, auch über gesellschaftliche Veränderungen, aber eben in Freiheit. Und wenn es jemand unternimmt, diese Freiheit, wir haben in der Bundesrepublik die freieste Verfassung, die wir je in der deutschen Geschichte hatten, diese Freiheit zu untergraben, weil er sie ersetzen will durch die Diktatur des Proletariats, weil er Gewalt als Mittel der Politik nicht ausschließt, dann bin ich als der Minister, der für die innere Sicherheit verantwortlich ist, auch dafür verantwortlich, dass er nicht in unser Land einreisen kann. Die Franzosen und Schweizer lassen auch nicht herein. Aber wenn ich ein Wort noch dazu sagen darf, ich hätte das Thema nicht angeschnitten, das ist von anderer Seite, können mich aber eigentlich alle bitte, wenn ich das noch eben sagen darf. Natürlich. Wir alle können, und wir sollten sehr umweltbewusst sein, wir alle können im täglichen Leben, in den kleinen Dingen, einen großen Beitrag leisten. Zum Beispiel nicht den Motor leer laufen lassen vor dem Haus, wenn die Familie noch nicht ganz ins Auto eingestiegen ist, sondern warten, bis sie alle drin sitzen. Nicht die Erholungsgebiete verschandeln mit Durchwegwerfen von Blechbüchsen und, meine Damen und Herren, auch etwas kritisch sein beim Einkaufen, ein bisschen kritisch gegenüber dem Verpackungsluxus und nicht zu viel Tragetaschen und schwer vernichtbare Tüten. Kehren wir zurück zum alten Einkaufsnetz der Großmutter. Das ist aktiver Umweltschutz. Danke. Wiedersehen, Herr Minister. Komm. So. Also auf Wiedersehen am 24. Juni. Aber ich möchte bitte vorher eine
auch eine Bitte an Sie richten. Wir haben vor, die Sendung ein bisschen zu erweitern. Das heißt, nicht einen so eng gespannten Rahmen zu haben, was nämlich die Altersgruppierung unserer Familien anbelangt. Und deswegen ein Aufruf oder eine Aufforderung oder eine Bitte an Sie. Wenn Sie bei uns mitspielen wollen, das nächste Mal im Besonderen, wir suchen Familien, die Kinder, die zwei Kinder haben, im Alter zwischen 6 und 10 Jahren. Solche Familien sollen sich also für das nächste Mal hoffentlich möglichst zahlreich melden. Das soll nicht heißen, dass die Sendung dann immer so laufen wird. Wir möchten hier variabel sein. Einmal jüngere Eltern, kleinere Kinder, ältere Kinder, damit es nicht so eng gesteckt ist. Haben Sie also zwei Kinder im Alter zwischen 6 und 10, bitte melden Sie sich bei Ihren zuständigen Sendeanstalten. Vielen Dank, auf Wiedersehen, alles Gute.